fühlst dich, einen tollen Elternteil zu sein. Hast bereits viele Bücher und Blogbeiträge zur Kindererziehung gelesen, verfolgst auf Instagram Accounts über achtsame Elternschaft und trotz all dem ertappst du dich immer wieder, wie du mit deinem Kind schimpfst, es anschreist und du kannst dich nicht mehr kontrollieren. Danach verspürst du Schamgefühl und denkst, ich hätte es doch viel besser wissen müssen. Und dennoch geht Kindererziehung ohne Schimpfen meiner Meinung nach nicht. Wir sind nur Menschen und keine Roboter ohne Gefühle. Wir haben eigene emotionale Belastungen und es ist einfach menschlich, dass uns Eltern den Kragen immer wieder platzt. Und dennoch können wir die Häufigkeit der Schimpfattacken reduzieren. Oft ist der Dauerstress schuld daran, den viele Eltern heutzutage verspüren. Dauergestresste Eltern sehen ihre Kinder negativer und reagieren immer häufiger aus Angst und Wut heraus statt aus Mitgefühl. Sie verfallen oft in den sogenannten Kampf- oder Fluchtmodus und der Hirnregion vorne, präfrontaler Kortex, den wir als Verstand bezeichnen können, schaltet ab und wir können unsere Wut nicht kontrollieren. Wenn du das verspürst, ärgere dich nicht, dass du mal wieder wütend geworden bist oder dass du keine Kontrolle über eigene Gefühle hast. Akzeptiere dieses Gefühl. Du darfst fühlen, was du fühlst. Dein Kind übrigens auch. Nachdem du das Gefühl der Wut zugelassen und akzeptiert hast, kann man mit Achtsamkeit und Übung lernen, mit Wut umzugehen. Vielleicht musst du in sich hineinkehren und überlegen, wieso du so reagierst. Welche unerfüllte Bedürfnisse könnten dahinter stehen? Manchmal ist es Bedürfnis nach mehr Schlaf und Ruhe oder das Bedürfnis nach Wertschätzung. Für mich sind es oft die Bedürfnisse nach Ruhe und Stille. Um diese Bedürfnisse zu befriedigen, versuche ich mal eine Stunde für mich zu nehmen, alleine spazieren zu gehen oder zu meditieren. Auch tägliche Atemübungen sind toll, um Stress abzubauen. Denn der Stress kommt nicht plötzlich, sondern baut sich normalerweise über die Zeit auf. Wer jeden Tag ein paar bewusste Atemzüge nimmt, wird diesem unbewussten Prozess wie Atem bewusst und nimmt dabei auch andere Dinge wahr. Versuche dabei eine angenehme Sitzposition zu finden und dennoch aufrechte Körperhaltung zu behalten. Leg deine Hände auf den Bauch. Nimm deinen Atem wahr. Atme durch die Nase in den Bauch ein. Versuche dabei, deine Hände mit dem Bauch wegzuschieben. Bauchatmung ist ein tolles Werkzeug, wenn du einerseits leistungsfähiger, aber andererseits auch entspannter werden willst. Mir hilft auch sehr, Bücher über die Achtsamkeit und die achtsame Kindererziehung zu lesen. Nun, manchmal fühle ich mich wiederum gestresst, die Zeit zu finden, um ein Buch zu lesen. Und das Lesen eines Ratgebers kann auch ziemlich viel Zeit in Anspruch nehmen. Wenn du also das Gefühl hast, dass es schwierig ist, sich hinzusetzen und Zeit zu finden, möchte ich eine App namens Blinkist empfehlen, die ich regelmäßig nutze. Blinkist komprimiert die besten Erkenntnisse aus tausenden von Sachbüchern in nur 15 Minuten, die du entweder lesen oder anhören kannst. Und ich persönlich liebe die Blinks anzuhören, währenddessen ich einer anderen Tätigkeit nachgehe, wie zum Beispiel Kochen. Etwas, was einfach nicht viel geistige Konzentration erfordert. Und in weniger als 15 Minuten habe ich etwas Neues gelernt. Ich habe kürzlich die Bücher Erziehen ohne Schimpfen von Nicola Schmidt und Mama nicht schreien von Autorinnen Janine Mick und Sandra Temlietel gehört. Und es waren genau die Bücher, die mich zu diesem Video inspiriert haben. Wenn du also daran interessiert bist, diese Bücher selber anzuhören oder zu lesen, klicke auf den Link in der Videobeschreibung unten. Blinkist bietet unsere Community 25% Rabatt auf das Jahres-Premium-Abo und vorher kannst du Blinkist 7 Tage lang kostenlos testen. Du kannst beliebige Bücher sich anhören oder lesen und wenn es dir nicht passt, kannst du das jederzeit kündigen. Und hier sind noch ein paar Tipps, wie du deinen Dauerstress abbauen kannst und zu einem gelassenen Elternteil werden kannst. Lerne Nein zu sagen. Das ist ein sehr kleines Wort, jedoch fällt es uns immer wieder schwer,
Nein zu sagen. Und oft ärgern wir uns, wenn wir uns in irgendwas eingewilligt haben, was wir eigentlich nicht machen möchten. Jedoch haben wir alle nur begrenzte Ressourcen, vor allem Eltern. Oft hilft es, sich klarzumachen, dass ein Ja immer auch ein Nein zu etwas anderem ist. Wenn die Mutter Ja sagt zum Kuchenbacken für ein Sommerfest, ist es immer ein Nein zum ruhigen Abend mit den Kindern. Eltern sollten sich vor Augen halten, dass sie nicht perfekt sein müssen und sich erinnern, was wirklich wichtig ist. Die Weisheit des Lebens besteht im Ausschalten der unwesentlichen Dinge. Versuche, positives Denken zu trainieren und positive Mantras auszusprechen. Ich bin eine tolle Mutter und lasse mich nicht stressen. Wenn du das regelmäßig aussprichst, trainierst du deine innere Stärke, glaubst daran, dass du einfach dein Bestes gibst und bist eine tolle Mutter. Ich finde die Mantras ziemlich wichtig und helfen wirklich, wenn man die täglich ausspricht. Vielleicht bringst du die irgendwo an die Wand, wo du das immer wieder siehst und versuch das immer wieder zu wiederholen und sich dabei zu bestärken. Du kannst auch Mantras aussprechen in dem Moment, wo du siehst, wie dein Kind mit den Filzstiften an der Wand malt. Einatmen, ausatmen. Einatmen, ausatmen. Das hilft mir, wenn ich daran denke. Und dabei gewinnt man Zeit zwischen Reaktion und dem Reiz, was man verspürt. Und somit verfällt man nicht in diesen Kampf- oder Fluchtmodus. Einatmen, ausatmen. Ich liebe und akzeptiere mich so, wie ich jetzt gerade bin. Ich bin selbst für die Erfüllung meiner Bedürfnisse zuständig. Ich wachse gemeinsam mit meinem Kind. Meine Kinder verhalten sich einfach nur wie Kinder. Ich nehme mein Kind so an, wie es ist. Liebe und Harmonie erfüllen mein Leben. Mein Alltag ist ihre Kindheit. Neben Affirmationen und positiven Mantras, die man ausspricht, hilft mir auch sehr, das Gefühl der Dankbarkeit zu kultivieren. Und das muss man aber auch trainieren. Oft sehen wir alles in einem negativen Licht und die positiven Sachen bemerken wir nicht so oft. Wir können das aber trainieren und wenn wir jeden Tag eine Kleinigkeit finden, wofür wir dankbar sind, wird es unsere Einstellung zu dem ganzen Leben ändern und wird ein Gefühl der Wertschätzung geben von dem, was wir bereits haben. Wir können dankbar sein dafür, dass wir ein Dach über dem Kopf haben, dass wir gesund heute aufgewacht sind, dass unser Kind gesund ist, dass wir in einem stabilen Land wohnen, ohne Krieg. Es gibt so viele Sachen, wofür man dankbar sein kann. Und wenn man das ständig übt und trainiert täglich, wird man vielleicht ein großes Bild sehen und die Kleinigkeiten, die uns in dem Moment ärgern, werden witzvoll erscheinen. Wenn das Kind mal an der Wand malt, ist es ja ein Witz im Vergleich zu dem, ja, was sein könnte, ja, wenn man vielleicht nicht mal gesund ist oder so. Von daher, dieses Gefühl der Dankbarkeit zu kultivieren, hilft wirklich dabei, im Alltag gelassener zu sein und Perspektivenwechsel zu haben. Was passiert nun, wenn wir trotz all dem ausflippen und unser Kind anschreien? Und das kann passieren, das kann jedem passieren. Schließlich sind wir einfach Menschen. Es ist aber ein Unterschied, wie man schimpft. Und es gibt auch ein paar Tipps, wie man richtig mit dem Kind schimpft. Am besten beschreibst du die Situation, was genau passiert ist und wieso das dir nicht gefallen hat. Vermeide diese undefinierte Mann-Sätze. Mann macht das nicht, Mann rennt nicht auf die Straße. Stattdessen sag immer, was dir persönlich nicht gefallen hat. Ich möchte nicht, dass du auf die Straße rennst. Oder ich möchte, dass du Gabeln musst. Noch besser, das in das Positive zu formulieren. Man soll die Persönlichkeit des Kindes auf gar keinen Fall angreifen. Solche Sätze wie, du bist nur dumm, du bist eklig, du bist blöd, du bist faul. Das geht unter der Gürtellinie, das hinterlässt tiefe Wunden im Herzen des Kindes und das soll nicht vorkommen. Wenn das passiert, ist es sehr wichtig, sich zu entschuldigen und seinen Fehler zu akzeptieren. Dabei zeigen wir dem Kind, wie wir das wieder gut machen können. Sie lernen sehr viel von uns. Ja, wir haben einen Fehler gemacht, es ist halt so, man macht Fehler. Wir haben das aber akzeptiert, anerkannt und wir haben uns entschuldigt.
Die Kindererziehung ist voll von Fehltritten, die sich mit Liebe und Verständnis wieder gut machen lassen, ohne dass jemand schwer zu Schaden kommt. Kinder brauchen keine perfekte Mama. Diese Mantra hilft mir auch oft, schwierige Situationen zu überwinden und den Alltag gelassener zu sehen. Ich wünsche dir alles Gute, schreib mir gerne in den Kommentaren, was du darüber denkst. Wir sehen uns in dem nächsten Video. Vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren, Daumen nach oben zu drücken, dieses Video mit deinen Freunden zu teilen. Wir sehen uns. Tschüss, ihr Lieben.